Willkommen zu unseren News am Mittwoch, dem 25.10.2023, zu einer neuen Folge, und diese wird euch sicherlich sehr gefallen, denn wir haben viele Neuigkeiten, Leaks und noch vieles mehr. Deshalb bleibt dran, um nichts zu verpassen, denn das sind die News der letzten Tage. Vor wenigen Tagen erschien mit Mirage der aktuelle Ableger der Assassin's Creed-Reihe, und dass Ubisoft Montreal schon an dem nächsten Hauptteil der Reihe arbeitet, ist offiziell bekannt. Zu Assassin's Creed Codename Red ist noch nicht allzu viel bekannt, bis auf dass es in Japan spielen soll, 2024 voraussichtlich erscheinen wird, und dass es zwei spielbare Charaktere, einen Samurai und einen Shinobi, geben soll. Und wie eines der Charaktere womöglich aussieht, das hat eventuell Ubisoft-Autor Pierre Baudreau verraten, denn bei einer seiner letzten Profilaktualisierungen auf LinkedIn veröffentlichte er einen Banner, wo man womöglich eines der Charaktere erkennt. Das Bild verschwand zwar sehr schnell wieder vom Profil, aber auf X nahm der Leaker Jonathan dies zum Anlass, um weitere Infos mit uns zu teilen. Die Heldin, die wir auf dem Banner sehen, soll nach aktuellem Stand Naoi heißen, der Name könnte aber bis zur Veröffentlichung des Spiels noch geändert werden, so wie damals Jora in Valhalla zu Eivor wurde. Die Geschichte könnte ähnlich wie die von Bayek aus Assassin's Creed Origin sein. Naois Vater wird von einem Ordensmitglied getötet, und auf dem folgenden Rachefeldzug schließt sich Naoi den Shinobi an. Blizzard hat ein doch recht ungewöhnliches Marketing-Event für Diablo 4 namens Blood Harvest angekündigt. Die Aktion ermutigt US-Bürger, Blut in einer von ihnen gewählten Klinik zu spenden, und sobald 666 Quad, also ca. 630 Liter Blut gespendet wurden, wird eine Verlosung eröffnet. Der Hauptpreis bei dieser Verlosung ist ein High-End-Rechner mit einer RTX 4090 und einem i9-13900K. Das Besondere am Rechner ist die etwas ungewöhnliche Flüssigkeitskühlung. Und zwar soll der Rechner mit echtem Menschenblut bestückt sein. Ihr habt es richtig gehört, Menschenblut. Obwohl der PC nur von US-Bürgern gewonnen werden kann, werden im Rahmen der Aktion auch im Spiel verfügbare Gegenstände freigeschaltet, die weltweit allen Spielern zur Verfügung stehen. Die Kampagne hat bereits über 40% Fortschritt erreicht, was auf eine aktive Beteiligung hinweist, und damit ist auch schon die erste Stufe erreicht, in der wir ein paar Ingame Waffen erhalten. Letzte Woche berichteten wir über den voraussichtlichen Release des ersten offiziellen GTA 6 Trailers von Rockstar Games. Dieser soll ja angeblich am 26. Oktober erfolgen, also morgen. Ja, ich bin auch echt gespannt drauf. Auch sind wir von seinem Inhalt gespannt, was im Trailer gezeigt wird. Ein User auf Reddit soll da angeblich sehr exklusive Infos besitzen über den Trailer und was in diesem vorkommt. Dies zumindest behauptet er. Ob man dem glauben sollte? Eher wohl nicht. Vor allem, wenn der Post mit den Worten "Meine Frau arbeitet dort und dort und hat das und das gesehen" beginnt. Aber ja, der Trailer soll Alligatoraufnahmen beinhalten, die eher Red Dead Redemption Vibes hervorbringen, ein paar Vice City typische Hawaii-Hemden und sehr viel Jason und Lucia. Im Grunde klingt die Abfolge der Szenen schon nach einem typischen Rockstar Games Trailer an, aber dass seine Frau so viele Szenen im Kopf abspeichern konnte und so detailliert. Respekt. Zudem würde mich seine Reaktion interessieren, wenn die Frau nach Hause kommt und mitteilt, dass sie wegen eines Leaks gefeuert wurde. Deshalb nehmt diese Info mit sehr viel Vorsicht an. Eventuell wissen wir ja morgen mehr. Den Link zum Post packe ich euch übrigens in die Videobeschreibung. Das Veröffentlichungsdatum der Fallout-TV-Serie auf Amazon Prime Video ist nun bekannt. Ein Tweet vom offiziellen Account Fallout on Prime zeigte ein neues Teaser-Video, das scheinbar das Datum bestätigt, an dem die erste Episode verfügbar sein wird. Das Video zeigt einen Computerterminal, auf dem verschiedene Nachrichten angezeigt werden, darunter eine, die besagt "Holotape gefunden, 101 The End". Es endet dann mit 4.12.24, was darauf hindeutet, dass die erste Episode mit dem Titel The End am 12. April 2024 veröffentlicht wird. Schon im August bestätigte Bethesda und Amazon, dass die Fallout TV-Serie 2024 veröffentlicht wird und in Los Angeles spielt. Die Serie wird von Kilter Films produziert, die in der Vergangenheit auch schon für die HBO-Serie Westworld verantwortlich waren.
Im Januar berichteten wir schon über den in Entwicklung befindlichen Ableger des kommenden Far Crys. Da berichteten wir noch, dass der Singleplayer Project Blackbird und der Multiplayer Project Maverick ein Spiel sein sollen. Tom Henderson soll nun erfahren haben, dass sich wohl Ubisoft umentschieden habe und dass sich aktuell zwei Far Cry Spiele in der Entwicklung befinden. Project Blackbird soll Far Cry 7 sein und auch eines der Hauptteile der Serie werden. Project Maverick hingegen soll in einer fiktiven Alaska-Landschaft namens Alashnika spielen und uns die Möglichkeit bieten, in einer chaotischen Welt zu überleben, in der das Vertrauen zwischen den Menschen praktisch nicht existiert. Das Spiel folgt dem klassischen Far Cry-Stil, bei dem wir Ressourcen sammeln müssen, um zu überleben. Das Spiel wird ein Solo- und Team-basierendes Erlebnis sein und beinhaltet ein Permadeath-System, bei dem wir bei unserem Tod alles verlieren, außer den in Versteck gelagerten Gegenständen. Laut Henderson soll die Veröffentlichung für April 2025 geplant sein, mit einer Alpha-Phase in der ersten Jahreshälfte 2024. Auch nehmt bitte diese Infos mit Vorsicht, zwar ist Tom ein sehr zuverlässiger Insider, jedoch wurde diese Info bisher nicht von Ubisoft offiziell bestätigt. Aktuell ist sehr viel los bezüglich des Personals in der Gaming-Branche. Hier wird entlassen, dort wird entlassen. 2K Games und Firaxis planen jedoch mit Zuwachs. Und zwar haben sie eine Stelle im Produktmarketing zu besetzen. Die Karriere-Webseite wurde vor wenigen Tagen aktualisiert und listet nun diesen Job auf. In der Stellenbeschreibung wird ausdrücklich erwähnt, dass umfangreiche Kenntnisse über das Firaxis-Titelportfolio, insbesondere Civilization, von Vorteil wären. Zudem wäre auch ein Bereich der Tätigkeit die Sicherstellung und Planung des Marketings von Civilization als bestes Strategiespiel der Welt. Von der Stellenbeschreibung kann man definitiv davon ausgehen, dass man mit Civilization zu tun haben wird und ganz bestimmt auch mit Civilization 7, das sich ja offiziell in der Entwicklung befindet. Ein Release ist noch nicht bekannt, aber 2024 wäre denkbar, somit auch passend für den neuen Marketingposten. So, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch, aber nicht von meinem Posten, sondern nur in den Feierabend. Wenn ihr aber nach einer Redaktionsposten sucht, schaut doch gerne auf unserer Webseite, eventuell haben wir ja was für euch. Die nächste News-Folge gibt es dann am Samstag. Vielen Dank fürs Reinschauen bzw. Reinhören und wenn ihr noch was loswerden wollt zu unseren News, dann diskutiert gerne darüber. Wir würden uns sehr über eure Meinung freuen, zum Beispiel die Leaks zu GTA 6, Assassin's Creed oder Far Cry, über die wir berichtet haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen. Sehr gerne dürft ihr auch die News mit euren Freunden und Verwandten teilen, damit nicht nur ihr up to date seid und damit ihr weiterhin auf dem neuesten Stand bleibt und damit keines unserer News-Folgen verpasst. Einfach ein Abo bzw. Follow da lassen und auf YouTube natürlich das Glöckchen nicht vergessen zu aktivieren. Die nächste News-Folge gibt es dann, wie schon erwähnt, am kommenden Samstag. Bis dahin und darüber hinaus bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.